Fuck yes, baseline. Frei für alle. Demütigt sie, keine Gnade. Ja, servus Leute, hier ist wieder euer Lux und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen kleinen Commentary von mir. Es ist bloß etwas ganz kurzes, eine 6 Minuten 30 Moab, glaube ich, ungefähr so, mit der P90 auf der Map Mission. Und ja, viel Spaß beim Gameplay. Das ist wieder ein Spiel vom RK Toasty. Danke für die Wiederherstellung des Gameplays. Ja, heute eine Videoantwort auf Dirty Harrys Video zum Kick-Tool in MW3. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Es gibt jetzt ein Tool für MW3, das dem Lobbyhost ermöglicht, Spieler aus einem Spiel zu kicken, beziehungsweise sogar permanent zu bannen von seinen Lobbys. Das einfach seiner Meinung nach die Qualität des Spiels erhöhen soll für die Hosts und für die anderen Spieler, wenn man einfach die Möglichkeit hat, einen Hacker direkt aus der Lobby zu kicken. Ja, das Ganze hat natürlich nicht nur Vorteile, sondern ich möchte zum einen erwähnen, dass das immer so, ja, das ist ja ein Kick-Tool und das ist ja alles so legal, aber Leute, wenn Activision gewollt hätte, dass die Leute wahllos, also dass die Host wahllos Leute aus ihren Lobbys bzw. aus dem Game bannen können, dann hätten sie das doch standardmäßig in das Game eingebaut und man müsste es nicht umständlich über eine URL-Adresse bzw. über eine HTTP-Adresse im Steam-Browser erledigen. Und zum anderen möchte ich zu bedenken geben, dass dieses Tool tatsächlich ziemlich einfach zu installieren ist und dass da auch jeder rankommt. Und das ist sowohl Vorteil als auch Nachteil im einen. Natürlich für die Leute, die es wirklich gut meinen, die sagen, hey, ich bin echt ein guter Host, ich habe eine gute Internetleitung, viele Leute spielen und ich bin der Host. Und ich hole mir jetzt dieses Tool und kick eben Hacker. So, jetzt ist natürlich erstmal die Frage, woher weiß der Host, dass jemand ein Hacker ist? Ja, wenn jetzt der Host zum Beispiel im Gegnerteam einen Hacker hat und er wirklich sieht, es ist ein Hacker, dann wird er ihn wahrscheinlich kicken, wenn er dieses Tool denn hat. Wenn jetzt aber der Host einen Hacker in seinem Team hat, dann wird ihn das eigentlich überhaupt nicht jucken und wird den Hacker auch nicht kicken. Bedeutet wiederum, dass für alle anderen 11 Mann in der Lobby, die eben nicht Host sind, aber eben für die anderen 6, die gegen den Hacker spielen, dass ihnen dieses Kick-Tool überhaupt nichts bringt. So, jetzt nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen, sagen wir mal, Host, also einen Spieler, der ist jetzt seit 17 Jahre alt, ist relativ vernünftig, hat jetzt einen Hacker im Gegnerteam, bannt den Hacker, der Hacker denkt sich Scheiße und sucht halt die nächste Lobby. So, jetzt ist für 11 Spieler das Spiel wieder ganz okay. Jetzt nehmen wir uns ein anderes Beispiel. Wir nehmen uns einen 13-Jährigen, der das Spiel hat und eine sehr gute Internetleitung wohnt, weil er eben in einer der Hauptstädte Frankfurt, Berlin oder München zum Beispiel, glaube ich, hat auch eine super Leitung, wohnt und hat jetzt auch dieses Host-Tool. Und er lädt jetzt also ein paar Freunde zu sich zum Beispiel ein ins Game, um zu joinen. Und ihm ist langweilig und kickt Leute. So. Oder er ist alleine im Spiel oder mit Freunden und die spielen zusammen und sie haben jemanden im Gegnerteam, der zum Beispiel jetzt mit der PP90 spielt oder mit der MP7 spielt. Was macht der gute Host? Das 13-jährige Kind. Ich mag keine MP7 Spieler. Zack. Kick. Es gibt es Leute, denen ist ab und zu langweilig, so wie ich. Die spielen dann einfach nur aus Langeweile zum Beispiel mit Shotguns. Mit der Model, ja? Jetzt haben wir dieses 13-jährige Kind, das sagt, hey, ich spiele, was weiß ich, Team Deathmatch auf C-Town. Und ich, der Lux, spiele jetzt gerade mit meiner Model, bin natürlich extrem scheiße, weil ich damit fast keine Kills mache und töte jetzt mal einen. Und das ist der Host und er denkt sich, ich hasse Leute, die mit Shotgun spielen und er kickt mich. Jetzt nehmen wir mal an, irgendwann ist das Tool so verbreitet und die Internetung wird immer besser, dass immer mehr Leute Host werden und sich immer mehr dieses Kick-Tool holen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas Lustiges machen will, die Gegner vielleicht ein bisschen verarschen will, bin ich ruckzuck aus jeder Lobby draußen. Das hat für mich und für alle anderen einen Vorteil, weil dann entweder immer neue Leute nachjoinen müssen und die anderen Leute haben ja, kommen dann dank dem scheiß Matchmaking in MW3 immer in eine offene Lobby rein.
tatsächlich teilweise dann schon fast vorbei ist oder auch nicht, je nachdem. Das heißt, dieses Kick-Tool ist sowohl Freud als auch Leid für alle Spieler, sowie auch... Ja gut, für alle Hacker, da ist es eher hoffentlich nur Leid. Aber sprich, wenn wir jetzt einen Host haben, zum Beispiel ein 13-jähriges, 14-jähriges Kind, das sagt, hey, mir ist langweilig, ich kick mal alle Leute aus der Lobby raus. Dann sind alle Leute unnötig, sind in ein Spiel gejoint, haben, wie viel, 100 Sekunden, 120 Sekunden, 200 Sekunden oder so, einfach nur rumgeblödelt, um das Spiel zu joinen, um dann wieder nach 40 Sekunden wegen Inaktivität oder wegen Timeout, glaube ich, rausgeworfen zu werden. Also insgesamt eine völlig unnötige Aktion für jeden Spieler, der dadurch einfach mal gekickt wird. Das Kick-Tool ist sicherlich eine gute Erfindung, meiner Meinung nach viel leicht zu handeln. Einfach nur aktivieren, eine Adresse eingeben und schon kann man Leute kicken und bannen. Wie gesagt, sicherlich schlecht, sowas würde ich mir, sowas gibt es ja schon für diese Dedicated Server. Da ist es auch sehr sinnvoll, meiner Meinung nach, weil da auch jemand die Server bezahlt. Aber für diesen Zweck finde ich es doch nicht so passend, vor allem wenn der Host eben ein relativ unreifes und ein schnell handelndes Kind ist, das Leute einfach mal gerne bestraft, wenn sie mit der MP7 spielen. Oder mit der PP90. Ja, ich hoffe, ihr habt euch das Commentary angehört, ihr versteht meine Meinung. Und ich hoffe, euch hat dieses kurze Video, dieses kurze Commentary gefallen. Wenn, dann lasst mir doch ein Like oder einen Kommentar da. Oder auch nicht. Ich bin raus, macht's gut. Servus, euer Lux.